kann ich mich nach meiner Altersteilzeit arbeitslos melden, um so erwartete Rentenabschläge zu verhindern. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich bekomme sehr, sehr oft Anfragen zum Thema Altersteilzeit und Rentenplanung und so weiter. Und ich habe aktuell eine Frage bekommen zum Thema, kann ich Arbeitslosengeld beantragen nach der Altersteilzeit, um hier entsprechende Rentenabschläge, die ich zu erwarten habe, zu verhindern. Ich bin in der passiven Phase der Altersteilzeit nach Vollendung meines 63. Lebensjahres im Jahr 2023. So ist es geplant, müsste ich eine Altersrente für langjährig Versicherte beantragen. Das ist die Altersrente mit den 35 Jahren Wartezeit. Da können Sie schon mit Vollendung des 63. Lebensjahres mit entsprechenden Abschlägen in Rente gehen. Ich würde einen Rentenabschlag von 12% erhalten. Die 45 Jahre habe ich noch nicht erreicht. Dieser Abschlag bedeutet für mich einen monatlichen Rentenverlust von gut 180 Euro. Das ist mir zu viel. Ich brauche jeden Cent im Alter zum Leben. Mein Plan: Ich beantrage nach auslaufender Altersteilzeit das Arbeitslosengeld 1 und würde daneben noch einen versicherten Minijob machen. Ich will dann mit Vollendung des 65. Lebensjahres meine Altersrente entweder mit weniger Abschlag oder vielleicht ohne Abschlag in Anspruch nehmen. Geht das? Ja, grundsätzlich ist Ihr Plan oder dieser Plan machbar. Aber ich weise auf Folgendes hin. Sie werden laut aktueller Rechtslage für mindestens 3 Monate ab Beginn Arbeitslosengeld 1 eine Sperrzeit erhalten und müssen darüber hinaus sogar befürchten, dass die gesamte Anspruchsdauer vom Arbeitslosengeld 1 nochmal um weitere 3 Monate gekürzt wird. Das heißt also, Sie haben in Summe statt 24 Kalendermonaten Arbeitslosengeldanspruch dann nur noch 18 Kalendermonate Arbeitslosengeldanspruch. Da Sie ja parallel zum Arbeitslosengeld einen Minijob machen wollen, würden die fehlenden 6 Monate, also aus der Sperrzeit und der Verkürzung vom Arbeitslosengeld, als rentenversicherungspflichtige Zeiten auf die 45 Jahre angerechnet werden. Bitte aber noch was zu bedenken. Die Höhe Ihres Arbeitslosengeldes richtet sich in Ihrem Fall nur nach dem Bruttogehalt, was Sie in der Altersteilzeit ohne arbeitgeberseitige Aufstockung erhalten. Das ist in der Regel 50% von Ihrem ursprünglichen Bruttogehalt vor der Altersteilzeit. Das heißt also, wenn jemand ein Grundgehalt von 2.000 Euro Altersteilzeitgehalt hat, ohne die Aufstockungsbeträge, berechnet sich das Arbeitslosengeld nur aus diesen 2.000 Euro. Und daher ist in vielen Fällen oder in den meisten Fällen wirklich zu prüfen, ob sich die ganze Sache auch wirklich lohnt. Ob es nicht vielleicht doch besser ist, die vorgezogene Altersrente, auch wenn sie Abschläge hat, in Anspruch zu nehmen. Deshalb empfehle ich, genau rechnen, ob sich das wirklich lohnt, ob man wirklich auf eine eventuell höhere Rente für 24 Kalendermonate verzichtet, nur um dann später weniger Rentenabschläge zu haben oder gar keine zu haben. Eine solche Rechnung muss nicht zwingend aufgehen. Was Sie natürlich auch machen können, ist, Sie können nach dem Ende der passiven Phase, Sie müssen ja nicht in Rente gehen, können Sie ja auch einen neuen Job sich suchen. Sie können ja sagen, okay, ich gehe noch arbeiten. Ja, nochmal 24 Kalendermonate oder 36 Kalendermonate, solange es Ihre Gesundheit zulässt, solange Sie es wollen. Sie haben ja einen Faustpfand in der Hand. Sie können jederzeit, wenn das nicht funktioniert mit der Arbeit, die Reißleine ziehen und können sagen, jetzt gehe ich in Rente und damit sozusagen Ihren wohlverdienten Ruhestand genießen. Gerne können wir auch für Sie rechnen. Dann nutzen Sie einfach unseren Rentenfahrplan von Rentenbescheid oder auf rentenbescheid24.de. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.